Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute wird Seite 203. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein Volk vorbereiten möchtest, das gelobte Land in Himmel zu erobern sozusagen. Dass du uns stärkst und dass du uns den Sieg schenken möchtest und dass du uns daran erinnerst, dass wir gemeinsam, zusammen, geistlich den Sieg erringen dürfen und sollen. Sprich du deswegen auch heute durch dein Wort zu uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose Kapitel 3. Mose bittet und fleht noch einmal, dass er nicht doch noch das gelobte Land betreten darf. Wir lesen in Vers 25. Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war zornig über mich um euretwillen. Und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein. Sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Es wäre nicht gut gewesen für das Volk Israel, wenn Mose sie bis in das Land Kanaan geführt hätte. Er hatte ja in dieser einen Sünde zum ersten Mal diese Provokation, diese ständige Provokation des Israeliten aufgenommen, dass er sie führte. Dabei war er es ja gar nicht, sondern Gott war es. Wenn Mose jetzt hier das Volk bis ans Ende geführt hätte, hätten sie ihn auf alle Ewigkeiten als den eigentlichen Führer des Volkes angesehen. Sie hätten ihn vielleicht vergöttlicht, sie hätten ihn verehrt und hätten aus den Augen verloren, dass es Gott gewesen ist, der sie führt. Gott hatte Mose schon längst vergeben und große Pläne für ihn, wie wir noch sehen werden. Aber er konnte das Volk nicht ins gelobte Land führen, weil das nicht das Beste für das Volk gewesen wäre. Steige auf den Gipfel des Pisga und hebe deine Augen auf gegen Westen und gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und schaue mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Manchmal sind Gottes Entscheidungen in unserem Leben schmerzhaft, weil sie unseren eigenen Wünschen und Ideen widersprechen und trotzdem sind sie das Beste für uns und das Beste für unsere geliebte Gemeinde. Und gebiete dem Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Statt zu murren und zu klagen und uns so sehr auf unsere eigenen Wünsche zu konzentrieren, lasst uns darauf konzentrieren, andere, unsere Brüder und unsere Schwestern zu stärken. Denn sie werden vielleicht Dinge tun können mit Gottes Hilfe, die wir nicht mehr tun können. Lasst uns einander stärken und festigen. So blieben wir im Tal Bet Peor gegenüber. Und nun, Israel, höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Immer wieder wird Mose in diesen Kapiteln sagen, höre, Israel, höre auf das, was Gott sagt. Wenn wir die Bibel lesen, sollten wir zuhören, wir sollten hinhören, wie auch in Offenbarung 1 in Vers 3 deutlich gesagt wird. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Wir sollten bei dem klaren Wort Gottes bleiben, keine eigenen Erfindungen dazu, nichts wegnehmen. In Offenbarung 22 findet ihr einen Vers, der etwas ganz Ähnliches auch speziell zur Offenbarung sagt. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus seiner Mitte vertilgt. Die Geschichte haben wir gelesen in 4. Mose 25, als auf das Anraten von Bileam die Midianiterin das Volk verführten zum Götzendienst und es zu einem schlimmen Abfall kam, direkt kurz vor der Grenze zum gelobten Land. Aber ihr, die dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle heute noch. Wenn wir uns an Gott klammern, ihm anhängen, so wie Adam seiner Frau anhing, wenn wir mit Gott einen echten Bund eingehen, dann dürfen wir auch leben und dann werden wir seine Erlösung sehen. Siehe, ich habe euch Satzung und Rechtsbestimmung gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet
um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk. Gottes Plan ist, dass wenn sie unseren Glauben sehen, wenn sie sehen, nach welchen Prinzipien wir leben, dass sie sagen, das sind kluge, weise Menschen, das ist ein attraktives Leben. So sollte man leben. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Möge Gott uns schenken, dass andere Menschen sehen, dass wir so viele großartige Gebetserfahrungen machen, dass unsere Gebetserfahrungen so sind, dass selbst Heiden, Ungläubige sehen, dass Gott real ist. Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Möge Gott geben, dass wenn die Menschen sehen, nach welchen Geboten wir leben, nach welchen Prinzipien des Gesetzes Gottes wir uns ausrichten, nach welchen Gesundheitsmaßstäben wir unser Leben führen, dass die Menschen sagen, das ist wirklich die Wahrheit. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. An dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Wie lernen wir die Furcht Gottes, ein zentrales Element des ewigen Evangeliums, so dass wir auch unseren Kindern es beibringen können, indem wir die Worte Gottes hören, so wie er sie uns sagt. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Wörtlich steht im Hebräischen, bis in das Herz des Himmels, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war damals am Berg Sinai. Da hat sich Gott mit der Erde verbunden durch das Feuer, Symbol seiner Liebe, Symbol seiner Herrlichkeit, die Himmel und Erde verbindet, um uns zu unterweisen, um zu uns zu sprechen, um einen Bund mit dir und mir zu machen. Und der Herr redete mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hört ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur seine Stimme. Diese Erfahrung dürfen wir im Prinzip machen, wenn wir sein Wort aufschlagen. Wir sehen seine Gestalt nicht, aber wir hören seine Stimme, die uns zeigt, dass seine Liebe Himmel und Erde miteinander verbunden hat in der Gestalt von Jesus Christus, der für mich und für dich gestorben ist. Und er verkündigte euch seinen Bund, den euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Gott möchte sich mit dir und mir verbinden. Und dieser Bund drückt sich aus in den 10 Worten der 10 Gebote. Das heißt, in den 10 Prinzipien, die sich hinter dem Wortlaut der 10 Gebote befinden, über die wir nachdenken sollen, so wie Jesus es uns in der Bergpredigt deutlich vor Augen führt und erklärt. Und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, schenk uns doch jeden Tag, dass wir deine Stimme hören, wenn wir dein Wort lesen, dass wir sehen, wie deine Liebe und deine Herrlichkeit Himmel und Erde miteinander verbunden hat durch Jesus Christus, dass wir sehen, dass deine 10 Gebote ein Bund sind, den du mit mir persönlich, mit jedem Einzelnen, der diese Andacht hört und sieht, schließen möchtest. Herr, sprich du zu uns, erfülle unsere Herzen mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer deiner Liebe und hab Dank, dass du zu uns sprichst, im Namen Jesu. Amen.